Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Connor. Wir schauen uns jetzt das Produktionsstellenvermietungsskript an, Version 1.0. Das Ganze kommt von Olaf TNT, gibt es, weil Skript logischerweise nur für PC und Mac. Nun, was macht das Produktionsstellenvermietungsskript? Na, wie es der Name schon sagt, es fügt all die Möglichkeiten hinzu, dass ihr Produktionen, die auf einer Karte fest verbaut sind, nicht nur kaufen könnt, sondern mieten, beziehungsweise im LS-Speech leasen könnt. Das ergibt für den einen oder anderen Spieler auf der einen oder anderen Karte bestimmt durchaus manchmal mehr Sinn, wie eine Produktion zu kaufen, gerade wenn sie richtig, richtig teuer ist. Und Olaf hat uns da die Möglichkeit geschaffen, das Ganze hier zu machen. Nun, schauen wir uns das Ganze an. Ich bin auf der Elm Creek Standard Map, kennt ihr ja soweit. Hier vorne ist die Bäckerei, kennt ihr ja soweit auch. Und wenn ich da jetzt einmal hingehe und will hier auf Kaufen drücken, haben wir jetzt ein neues Pop-up. Kaufen/Leasen. Möchten Sie dieses Gebäude kaufen oder pachten? Ne? Da könnt ihr jetzt auswählen, kaufen oder mieten. Ne? Soweit so klar. Wenn ihr auf Mieten geht, könnt ihr das bestätigen und dann seht ihr hier, dann fragt euch das Spiel, möchtet ihr dieses Gebäude für 1000 Euro am Tag mieten? Dann drückt ihr ja und jetzt gehört euch das Ganze. Ne? Bäckerei, in Klammern steht auch oben da, Leasing. Ne? Und jetzt könnt ihr das stinknormal nutzen. Mit der Prämisse, dass ihr halt 1000 Euro am Tag dafür bezahlen müsst. Je nachdem, wenn wir mal zum Beispiel hier unten hingehen, an die Schreinerei zum Beispiel, ne, ist ja auch noch eine Produktionsstätte, ne, und wenn ich da auch wieder hier mit rangehe, wenn ihr es mieten wollt, kostet hier auch 1000, kaufen kostet 60.000 in dem Falle. Wenn ich einmal nach da oben gehe, zur Spinnerei, ne, machen wir den Trigger hier und sag hier, auch einmal mieten kostet auch 1000, kaufen wäre hier aber auch 60.000. Dann gehen wir einmal hier oben zur Getreidemühle. Wenn ich die kaufen wollen würde, müsste ich 96.000 hinlegen. Wenn ich die mieten wollen würde, aber auch 1.000. Sprich, diese 1.000 sind soweit erstmal fest. Ich glaube, ihr könnt das in der XML soweit auch noch anpassen, wenn euch das zu wenig ist, ne, davon mal abgesehen. Aber ja, somit könnt ihr das jetzt alles nutzen. Und wenn ihr sagt, okay, ich brauche es nicht mehr oder ich wollte nochmal was testen oder ich wollte es mir nochmal angucken oder whatever, habt ihr jetzt hier unten die Taste T, Leasing abbrechen. Da könnt ihr das Leasing abbrechen, dann könnt ihr es kündigen und dann gehört es euch auch nicht mehr. Alles, was ihr reingeschmissen habt, bleibt natürlich drin, ist klar. Aber ihr habt im Endeffekt keinen Zugriff mehr drauf. Soweit, so klar, so schick, so schön, so selbsterklärend. Wie gesagt, Preis lässt sich, glaube ich, über die XML im Mod anpassen. Müsste okay eine Modder dazu sein, das sollte eigentlich jeder hinkriegen. Kann er das dann dementsprechend auch ein bisschen teurer machen. Wer mehr Ahnung hat, kann vielleicht da auch noch mehr eine Dynamik reinbringen. Ne? So teuer die Gebäude werden, so teurer das Leasing wird. Aber jetzt so als Anfang ist das bestimmt schon mal gar nicht so verkehrt. Ne? Wer Bock drauf hat, findet den Download-Link inklusive die Bewertung in der Videobeschreibung, weil Log ist sauber, wir reden hier von 41 Kilobyte, geht im Multiplayer, geht im Single Player. Alles easy. Olaf, schöne Sache. In dem Sinne, ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video, meine Damen und Herren. Tschüssikowski. Tschüss.